Hallo, mein Name ist Karina Reichel, auch bekannt unter Fräulein Grün. Und vielleicht geht es Ihnen auch so wie mir. Was soll man heutzutage noch schenken? Es hat doch schon jeder alles. Das war dann auch die Idee zu meinem Buch Geschenke aus der Natur. Da möchte ich Sie ein bisschen entführen, Ihnen zeigen, was die Natur uns für Materialien schenken kann, um Geschenke selber zu basteln. Es geht in den Wald. Es geht auf die Wiese oder auch in Ihren Garten und dort zeige ich Ihnen zum Beispiel, wie man Kräuterstecken machen kann. Das ist aus Haselnuss gebastelt. Da schreibe ich dann drauf, hier zum Beispiel Johanniskraut oder wenn man Küchenkräuter zu Hause hat, geht auch Basilikum, Rosmarin oder Thymian. Und jeder Beschenkte wird sich freuen, denn man weiß, es kommt von Herzen. Was mir natürlich auch ganz wichtig ist, wenn man kein Bastelprofi ist, dass man leichte Geschenke findet. Die sind dann mit der Kategorie Kinderspiel zu finden. Oder wenn man schon ein bisschen Bastelprofi ist, dann gibt es Anleitungen, die nennen sich Geduldsspiel. Ein weiterer Punkt im Buch, der auch ganz wichtig ist, ist natürlich, wenn man kulinarische Geschenke macht, dass man die wilden Pflanzen, die wilden Kräuter auch erkennt. Hier zum Beispiel meine Haustiermischung, gesammelt aus der Wiese. Da sind natürlich Kräuter drinnen, die man zum einen leicht erkennen kann und wo ich Ihnen auch beschreibe, wie die richtig getrocknet werden und zusammengemischt werden. Sie sehen also schon, es ist genügend Information dabei, es sind ganz viele Anleitungen zu finden und das Schönste an diesen Geschenken ist dann auch, dass die Beschenkten ein Lächeln auf den Lippen tragen werden, das sie nicht vergessen werden. Damit viel Spaß mit meinem neuen Buch Geschenke aus der Natur.